ganz wichtig, hier eine ordentliche Triggerwarnung. Es geht hier auch um Missbrauch. Das triggert mich auch selber sehr. Deswegen nur, dass ihr vorgewarnt seid. Ich sage dazu auch noch anschließend ein paar Worte und in der Beschreibung packe ich euch auch noch ein paar Sachen dazu rein. Willkommen zu einem neuen Chillers Art Game. Wie Karaoke. Und ich weiß, dass einige von euch Chillers Art sehr lieben. Deswegen findet ihr unten in der Beschreibung die Chillers Art Playlist. Die habe ich für euch extra unten hingepackt. Denn ich liebe Chillers Art Games. Und das Game kam jetzt erst vor ein, zwei Tagen raus. Meine Community ist auch gerade live dabei und dreht durch und freut sich. Die sagt euch allen Hallo und heißt euch herzlich willkommen. Falls ihr auch mal live mit dabei sein wollt, kommt gerne auf www.twitch.tv/gnu-live vorbei. Würde mich sehr freuen. Also ich heiße gnu-live. Und ich würde sagen, wir gehen direkt einmal rein und gucken, was uns da jetzt so alles erwartet. Karaoke, muss ich ehrlich sagen, ich kann nicht singen, aber vielleicht müsst ihr ein bisschen was in diesem Video ertragen. Loading. Dies ist eine Geschichte aus meiner Zeit als Oberschülerin. Ich war im Basketballclub und wie üblich blieb ich mit einer guten Freundin länger. Am jeden Tag wollten wir nach unserem Training zum Karaoke. Das ist ja ganz oft so, ne, dass Leute in Japan dann mehr Karaoke machen. Das ist richtig cool. Okay. Hey Girl, what's poppin'? Lass uns Freiwürfe üben. Alles klar. Oh, dein Shade, dein Kopf. Das hat sich nicht gut aus. Sie hat sich, glaube ich, direkt was verknackst. Ey, ich bin so schlecht in sowas, ne? Ich möchte es nur mal sagen. Okay, kann ich jetzt auch? Oh, geil. Lass mal mich machen, Girl. Ich zeig dir, dass ich gut bin. Ha! Oh. Das geht besser. Ha! Shit. Das geht besser. Moment. Jetzt aber. Let's go! Das kann doch nicht wahr sein. Mann! Okay, dieses Gameplay wird ein 10-Stunden-Spiel werden. Das geht's doch nicht. Jetzt reicht's aber. Hä? Wir sollten für heute Schluss machen. Nein, ich habe keinen getroffen. Ich bin so schlecht. Hey, ihr zwei. Wisst ihr eigentlich, wie spät es ist? Zeit, nach Hause zu gehen. Oh, oh. Ich mach sauber. Geh du schon mal vor. Okay, okay, alles gut, alles gut. Steht so nah dran. I know, aber ich wollte das Spiel nur realistisch machen. Denn im echten Leben hätte ich auch nichts getroffen und deswegen wäre es unrealistisch gewesen, wenn ich jetzt im Spiel auch was getroffen hätte. Ich muss ehrlich sagen, ich mag diese Ordnung, dass die Leute hier reinkommen, die Schüler, die ziehen ihre Straßenschuhe aus, packen die hier hin, ziehen für die Schule extra Schuhe an, jeder hat seine Uniform. Oh, hallo, was ist denn das? Ach, das sind die ganzen Supporter, ne? Wie süß. Ja. Und ich finde das eigentlich gut. Also ich finde auch Schuluniform gut, auch wenn ihr sagt nein. Wenn es richtig schicke, schöne Schuluniform ist, dass einfach jeder das gleiche trägt. Ich finde das schon mal sehr gut. Würde ich zum Beispiel sehr begrüßen, weil ich weiß nie, was ich anziehen soll. So, ich nehme meine ganzen Sachen mal zu mir. Umziehen. Tasche. Schuhe. So. So, ja, genau so. Einfach so eine Routine. Ist doch schön. Okay, ich mache mal ein bisschen lauter, weil wenn ich mich erschrecke, dann sollt ihr euch bitte mit erschrecken. Schuhchen anziehen. Ja, süßer. Jetzt kann ich nach Hause gehen. Ohne meine Freundin. Die lasse ich einfach allein mit dem Lehrer. Geh zu deinem Fahrrad. Ja, wo ist denn mein Fahrrad? Ich schaue mich immer mal noch mal ein bisschen extra um, weil das hilft in Chillers Art ganz oft. Man findet da oft noch tolle Dinge, die man einsammeln kann. Aber ich würde tatsächlich auch jetzt schon als Frau um diese Uhrzeit leider Schnappatmung bekommen. Muss ich leider so sagen. Wo ist mein Fahrrad? Ah, da. Da hinten. Noch gruselig um die Ecke. Ja. Let me drive. Okay, oh süß, ein Körbchen habe ich sogar. Okay. Woohoo! I am free! I want to break free! Okay, hier ist Polizei, das ist gut. Ah! Okay, lassen wir das mal. Erstmal kurz ein Salto vor der Polizei gemacht.
Bin echt schnell wieder Wind. Ach ja, Fahrradfahren, nicht hier lang. Oh, wo denn dann? Oh, da bestimmt rein, oder? Da ist doch schon meine Hut. Oder? Ich hab mich verlaufen. Hier rein, werde ich mit euch. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, es ist gruselig, wirklich. Würde mich da so... ist das was für mich? Nee. Würde mich da so einscheißen. Aber ich mag das Zikadengeräusch. Das heißt, dass es hier schön warm ist. Das war ein Mordversuch! Schneller! Schneller, Kollege! Schneller! Warum so langsam? Ey, ich weiß gar nicht, wo ich zu Hause bin, gell? Aber es ist so alles in bester Ordnung. Ich schaffe das. Ganz ruhig atmen, einfach treten. Ich weiß nicht, wo lang. Hier bestimmt. Karaoke, ja. Wir fahren. Ah! Mann, ey! Passen Sie mal auf Ihren Kackköter auf! Verdammt. Also, ich habe mich nicht erschrocken. Meine Güte, ey. Der tut nichts. So, einfach mal hier durchfahren mit dem Rad. Oh Gott, da wieder hochzufahren wird echt ätzend. Oh, sorry, mein Herz. Wann ist er denn nicht? Ah, hier ist die Karaoke-Bar. Woo! Ich auch einfach straight langfahren. Ist mir komplett egal, dass es hier ein Gehweg ist. Ah, ist wahrscheinlich ein Fahrradweg. Puh, ist das weit. Oh. Ich gehe jetzt echt an mein Handy. Hallo? Sorry. Der Trainer hat mich aufgehalten. Geh du schon mal vor und sing schön. Ich würde meine Freundin nicht alleine lassen mit dem Trainer. Ab, okay, aber alles klar bei dir? Alles in Ordnung. Ich komme später nach. Nee, würde ich schon gar nicht zulassen. Girl, don't peep the company. Don't F the company. Ich sag's immer wieder. Und schon gar nicht dein Trainer oder Lehrer. Geht's aber los hier. Naja, ich geh jetzt singen. La 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 la. Da ist sie doch. Ganz alleine gehe ich jetzt singen. Und dieser komische weiße Wagen, da ist auch schon wieder da. Sehr, sehr, sehr sympathisch. Hup. Au. Kann ich mein Fahrrad bitte abstellen? Ach, ja. So. Dieser Wagen ist so sass und ich habe das Gefühl, er verfolgt mich. Hey, Bro. Ich weiß, was du vorhast. So. Okay. Dann, let's go. Karaoke-Bar betreten. Lass mal gucken, ob es hier nicht irgendwo was gibt. Der Chillers Art hat immer so ein paar Überraschungen. Ey, ich würde mir jetzt hier echt so ein White Nano D-Trink holen. Oder ich würde mir den rosanen holen. Den würde ich mir holen, glaube ich. Den würde ich mir gönnen. Okay, das Moped ist aber viel cooler als mein Rad. Nee, hier gibt's nichts. Aber das ist hier so sass. Aber ich singe jetzt mal für euch, okay? So. Witzig, dass ihr da alleine in die Karaoke-Bar geht zu singen. Das ist ja lustig. Okay, ja, ich bin bereit. Loading. Ich mache schon die Stimmbänder besser. Hallo. Oh, so ein Kaffee. Ey, Leute, Kaffee. Ich sag's euch. Karaoke-Mitarbeiterin. Oh, das Girl hängt nur am Handy. Entschuldigen Sie? Ja? Einmal bitte zwei Personen für 2 Stunden. Oh, süß. Alles klar. Bitte geh in Raum 12. Bedient euch auch gerne an der Getränkebar. Oh, ist aber nett. Dann nehme ich mir einmal... Oh, 450 Yen. Ein für mich nicht lesbarer, aber wahrscheinlich identifizierbarer Kuchen mit Honig. Okay, Bar. Hat es alles so dunkel hier. Ich muss in Raum 12. Ich will aber kurz nochmal hier hin. Gibt's hier hinten auch noch irgendwas? Boah, da geht ja richtig die Party steil hier. Oh, schon wieder. Oh, oh. Nein, bleiben Sie weg. Was? Ich kann dich nicht hören. Hallo? Kannst du mich hören? Nicht? Oh mein Gott, sofort zurück.
rufen sie die Polizei sofort in die Schule. Hallo! Hallo! Und ich gehe trotzdem, ich bin so eine schlechte Freundin, ich gehe trotzdem nicht raus. Ich singe trotzdem weiter. Meine Güte, ey, wie wenig Feingefühl. Aber ich sag's euch immer wieder, ne? Ich muss diese Story immer wieder erzählen. Ich hatte einen Lehrer, der mir am letzten Tag, wo ich Unterricht bei ihm hatte, eine Affäre angeboten hat. Und meine Freundin damals, heute keine mehr, nicht mehr meine Freundin, aber nicht deswegen was anderem, die hat auch so ein schlechtes Feingefühl gehabt. Wir wussten immer, der hat in der Schule immer eine, die er anmacht. Und ich war leider bei uns in der Klasse, die er anmacht. In der Parallelklasse gab es auch immer eine. Er hat in jeder Klasse so sein Favorite Girl. Und dann kommt er rein und ich war alleine mit ihr im Klassenzimmer. Und dem Moment, wo der reinkommt, steht sie auf und verlässt das Klassenzimmer. Und ich dachte mir nur so, warum lässt du mich jetzt mit dem alleine, um Gottes Willen? Und dann, ja, unangenehm. Ich war wie betäubt. Ich habe ihn sofort abgewehrt und habe gesagt, um Gottes Willen, ich bin danach sofort, ich bin auch nicht in seinen Unterricht gegangen, da war er extrem sauer. Ich bin dann direkt zu einer Lehrerin meines Vertrauens, die auch wusste, dass der sehr eklig ist und habe es dann im Rektor gepetzt. Da gab es eine Abmahnung, ich bin dem Dude aber trotzdem noch oft genug entgegengelaufen. Es war einfach nur scheiße. So, welcher Raum war es nochmal? Raum 12. Deswegen lasst euch nichts gefallen, Leute, traut euch. So. Ja. Genau, in dem Fall ist es mal Karaoke wichtiger als Freundin, weil ich habe jetzt bezahlt, ne? Also wir sind nachher aus, ich komme aus dem Schwabeländle, da ist es egal. Bezahlt ist bezahlt. Da müssen Notfälle warten. Mit dem Singen anfangen. Hallo Endbossy. Okay, was möchte ich denn? Lautstärke. Oh, Lautstärke mal richtig ballern hier. Yes, wir wollen so richtig. Wisst ihr, um jetzt quasi das mit meiner Freundin zu verdrängen, mache ich die Lautstärke hoch. Timing. Notentiming. Machen wir mal ganz schnell, damit ich ganz schnell singen muss. Und, ach, was für Easy Mode. Ach komm, brauche ich nicht. Und dann würde ich sagen, nehmen wir To the Future. Let's walk, rest. Was gibt's noch so? Lost Demon. Lost Demon. Wir sind der Lost Demon. Lost Demon. Okay, ich singe jetzt. Karaoke Minispiel Tutorial. Drücke R, F, V, um die von rechts kommenden Noten zu treffen. Timing der Noten und Schwierigkeiten kannst du am Tablet unten links anpassen. Okay. F. Ja. C. Zu. A. Ja. Leider kein Copyright. Wirklich. Oh, Tinga, so do. Toshi, ta, nome, i, toko, de moro, tugne, ka, henno, toke, tu. Ich kann da richtig gut singen, Mann. Mine, mine, nitsi, du, de kak. Ta-tu-ni-si-na-si-ni-sai-gu-nu-ba-su-ga-ku-ru-sai-gu-na-ba-su-ka-ku-ru-ma-de-ko-ko-ru-ha-no-ni-nai-no-nai-ga-iku-ma-de Nibiona. Ich muss meine Tonlage ändern. Nibuna. Nibukori ima. Mare. Mani no sita noi hashite. Kiporo ima. Uvu uvu sita tokuru suru. Ubukuru isame de. Entschuldigung. Lost Demon. Gut, oder? Oh, shit, Mann. Ich verstehe, wenn du mich deabonniert, ist okay. Boah, ich fühle mich richtig gut. Das war echt. Es war beautiful. Sollen wir noch einen? Einen? Lost Demon? Ich würde gerne einen anderen machen. Weiter? Ja? Langsam, so langsam kriege ich Durst. Ach nö, ich sollte mal bei der Gitarre. Ach Mann, ich hätte doch noch gern. Ich will noch einen Song machen. Ich habe keine. Mann, ey. Ich war so drin, ich kam gerade rein. Oh,
Oh, da wäre ich gern drin. Geil. Ach, ich find's cool. Ich find, singen macht gerade Spaß, wenn man es nicht kann. Shit, was ist das hier für eine... Ja, gut, jetzt so. Ein Getränk, was möchte ich... Ey, meine Freundin, ne? Also, ich bin echt noch... Ich will Melon. Oh ja, sie nimmt sich sogar... Nee, sie nimmt sich Zero. Ich hätte gern Melon. Melon. Ich bin Melon. Melon. Hallo. Och, Mann. Ich hätte so... Übrigens, Leute, ihr müsst klippen, gell? Wisst ihr, wie klippen geht? Bei lustigen Momenten bitte klippen. Dann gibt's ein Best-of. Die lustigsten, verpeiltesten, peinlichsten Momente müssen geklippt werden. Ach so, hier. Erstmal Eis. Ja, na klar. Jetzt erst. Ich weiß, was ich will. Das ist jetzt... Ist das ein Horror-Game, fragt jemand? Ich glaube, ich habe es definitiv zu einem gemacht, oder nicht? Ich möchte gerne weiter singen. Ich bin gerade... Ich habe echt Lust jetzt. Also, oh, hast du mich singen hören? Du bist jetzt... Oh mein Gott. Okay, dann singe ich weiter. Ich würde gerne nochmal. Aber dann gucke ich nicht auf den an... Oh, das ist ein Getränk. Ich hatte mir wohl schon was geholt. Nee, hast du nicht. Ich singe jetzt... Hä? Becher mit Getränk. Wieso trinkt die ein Getränk, was nicht ihres ist? Regel Nummer 1. Auch an euch alle da draußen. Ihr nehmt niemals Getränke von Fremden an. Und wenn ihr in einem Club seid, dann achtet ihr auf eure Getränk. Stellt es nicht ab oder so ein Mist. Sondern ihr habt es hier in der Hand, trinkt es aus und legt es nicht irgendwo hin und quatscht und wisst nicht, wer da was reinmacht. So. Okay, Lautstärke fand ich eigentlich ganz okay. Notentiming war auch okay. Hm. Ich würde sagen, machen wir mal... Was sollen wir machen? Ripfruit, to the future, let's walk, rest. Sollen wir machen? Worauf habt ihr Bock? Kann mal jemand den Leuten erklären, wie man klippt? Niemals! Nummer 2? Okay, to the future. Okay, let's go. Ich bin bereit. Shit. Yami Sita, so de, allo, Kutsivu wa, wa. Okanamine Omitomi. Ich kann es nicht, das ist zu schnell, Leute. Ich muss mich gerade konzentrieren. Kitsono. Meno no medi. Oh shit. Toos, Kondüsan, Nonaka, Tsubana. Ich kann den Refrain nicht mal. Tao da yo, Mita hisa da guasu, so yu ni mita, yara di du. Anna, Jana, Io. Ich kann es noch nicht. Zu di du si ta wa. Omi di tomi da. Danke, danke. 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 Ja, ich wusste immer, dass ich eines Tages singen werde. Vor Menschen. Moika sollte bald da sein. Am besten besorge ich uns schon mal was zu essen. Ich rufe bei der Theke an und bestell was. Mhm. Ruft man denn bei der Theke an und bestellt was? Ah, hier. Ich möchte was bestellen. Okay, was darf es denn sein? Eine Schmerztablette für die Community und ich nehme gerne, was ist denn Takoyaki? Ich will ein Takoyaki. Sollte etwa 2 bis 3 Minuten dauern. Du bist das Mädchen im Raum 12, richtig? Deine Uniform, Oberschülerin, nicht wahr? Ja. Warum fragt sie das? Weil ich wahrscheinlich gar nicht so lange hier bleiben darf. Oder kann ich noch einen Song singen? Ja! Komm, wir singen nochmal einen. Also, ich mach mal Rest. Rest hört sich langsamer an. Und ich mach's Notentiming mal ein bisschen chillter. Und die Lautstärke ein bisschen runter. Und wir machen mal Easy Mode. Ich möchte da nochmal so richtig schön mitsingen können. Also. Let's go, Community. Ich muss singen, das Spiel will das, ne? Sorani, Kaguya Hoshio.
Kari! Toshimo! Oh Gott, wie ist... Nanimo ni natsukuri! Das ist voll schwer! Kanashi mikutsuru okuru, yo! Wieso treffe ich nichts? Oh, ich treffe die falschen Tasten! Okay, jetzt aber, Mann. Moyokusu Sekai wa Maya Mokabi. Oh, Entschuldigung, ey. Yoshiru Risano Tage. Ubalisanasi du. Kinchini Sumane Rente. Ichini no Moku o Tuyo. Kuriki Sarete Iku. Genshitsu no Utsu. Mate, mate, warte, Kuro. Jetzt weiß ich, warum ich Single bin, Mann, weil die Männer hauen alle ab, wenn sie mich singen hören. Nana, mima, kuse, o, tu, suku, yuri, o. Sora, ni, na, hiro, hoshi, o. Ich kann den Sang nicht so. Kann nie. Oh, ich kann die Wörter nicht lesen. Tut mir leid. Ja, so schießt die Symmetrie Turio. Ai. Oh. Ai, Kawarazu, Mufichi, Kinedomo. Ja, schießt. Gar nicht so entspannt. Aber echt schlimm, dass der Mann, ich glaube, deswegen wollen die mich umbringen, oder? Weil ich jedes, ich glaube, das ist der Grund. Ich habe, glaube ich, das Thema des Spiels verstanden. Ich komme jeden Tag und singe so scheiße, dass die Mitarbeiter das nicht mehr tragen und mich ermorden. Ich glaube, das ist der Plot-Twist. Essen sollte eigentlich schon fertig sein. Ich frage mal nach. Okay, ich bin ganz schön ungeduldig irgendwie. Hallo? Also Leute, das muss man sich mal trauen, hier mal in schlecht singen und dann noch Japanisch. Und nicht können die Sprache, sie geht nicht ran. Ich frage sie persönlich, wie ungeduldig ich bin. Ist ja wie, ist wirklich wie im Schwabeländle. Entschuldige sie bitte, wo bleibt denn die Bestellung? Ich hab schon vor einer Minute bestellt. Also was ist denn das für ein Service? Ich glaube, jetzt geht's aber los. Wo ist denn die Alte? Sabalot. Oh, jetzt ist die auch noch weg. Sie ist nicht hier. Vielleicht ist sie im Mitarbeiterraum. Wo ist denn hier der Mitarbeiterraum? Boah, da geht die Party richtig steil, ey. Excuse me. Abgeschlossen. Okay. Hier ist der Ausgang. Wo ist denn hier bitte der Mitarbeiterraum? Ich möchte mich beschweren. Oh, hier. Entschuldigen Sie. Niemand antwortet. Ich gehe rein. Oh, das würde ich aber... Oh, die hängen schon wieder am Handy. Du darfst hier nicht einfach rein. Wir haben nur Mitarbeiterzutritt. Kannst du nicht lesen? Was? Meine Bestellung. Das Essen? Das sollte in deinem Raum sein. Was? Hast du sonst noch was zu sagen? Tut mir echt leid. Ey, Girl, mit wem schreibst du eigentlich? Das sieht nicht sehr vielversprechend aus, was du da tust. Okay. Dann war es wahrscheinlich der Dude, der hat mir mein Essen, nicht hingestellt. Der hat mich singen hören und ist rausgerannt. So schlimm ist es ja auch nicht. Da ist er. Was war das denn? Da würde ich so... Der war in meinem Raum! Der war in meinem Raum, das Schwein. Ihhh. Okay, Likey. Oh, doch, da ist er, das Essen. Pommes? Ich habe was anderes bestellt. War der Mann ein Angestellter? Also ich würde nichts essen, was hier irgendwie steht und der Typ rennt hier die ganze Zeit durch die Gegend. Und was ist mit meiner Freundin? Die ist schon 10-mal gestorben. Ja, genau, ess mal halt mal eine Bestellung, die wir nicht bestellt haben. Kann ja auch sein, dass sie geht. Da ist was in dem Pommes. Was ist das? Eine E-Mail-Adresse? Ekelhaft. Was?
Schreib mir. Oh, das ist ja richtig creepy. yutaro.1101@yabai.ne.japan. Das ist ein neuer Song. Es tut mir leid, Leute, ich muss noch mal singen. Das will das Game, ne? Das Game will das. Ich. Okay. Ich versuch's mal nur mitzusummen, um reinzukommen. Ich würde gerne mitsingen, aber ich kann die Texte halt noch nicht. Oh Gott, Hilfe. Hilfe, übertreib doch nicht! Ich bin so schlecht. Was? Wieso misse ich die alle? Oh, was war das? Oh, oh, habt ihr das gesehen? Oh, oh, was passiert hier? Oh Gott, Hilfe! Das ist... Das ist genau meine Voice. Hallo, du bist spät dran. Ich bin schon da am Singen. Mira! Ich komme nicht zum Karaoke. Was ist los? Hey, hallo? Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, was? Habe ich mich jetzt in die Welt der Dämonen gesungen? Was ist los, ein Stromausfall? Ich glaube, ich habe mich in die Welt der Toten gesungen. Das passiert jedes Mal, wenn ich singe, dann ist auf einmal alles so dunkel und rot und schrecklich. War doch gerade irgendwo noch... Oh, was ist das? Was? Das ist Moekas Handy. Was hat es hier zu suchen? Oh. Ist probably pretty upfucked. Ich bin hier in der Karaoke-Bar eingesperrt. Habe ich so schlecht gesungen, dass man direkt dachte, ne, die muss up in hell? So schlecht war ich doch gar nicht. Hä? Schon wieder ihr Handy? What the fuck? I don't like this. Ich sing nie wieder! Ich versprech's! Hä? Ich sing nie wieder. I promise. Ich halte künftig. Oh mein Gott! Meine Freundin! Warum? Moeka, was ist los? Warum? Hast du mir nicht geholfen? Ich musste singen für die Community. Ich hab dich oft angerufen. Ja, das stimmt, aber ich hatte einfach Hunger. Es ist zu spät. Oh mein Gott. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Okay. Ja, ich war ein Arsch. Ich kann überhaupt nichts sagen. Ich habe mich total dumm verhalten. Es war einfach Kacke. Ich habe es ja selber schon gesagt, dass sie egoistisch ist und ihr nicht hilft. Ja, was soll man machen, ne? Ab in die 12 und weiter singen. Das war vielleicht nicht so eine gute Idee. Oh, ich bin nicht eingeschlafen. Wie lange war ich weg? Verdammt. Es tut mir leid. Hallo, Moeka? Das Foto. Der Trainer hat es bemerkt. Du musst sofort verschwinden? Er ist auf dem Weg zu dir? Foto? Welches Foto? Oh mein Gott, was? Hatte ich was mit dem Trainer und es gibt ein Foto? Ich würde noch gerne einen Song singen und zwar... Call it a bad romance! Wow, wow, wow. Mir geht's nicht so gut. Ich muss auf die Toilette. Genau, absolut. Ich bin so ein eigensinniger, komischer Mensch. Jetzt wird erstmal gepinkelt. Ich würde erstmal abhauen. Nö, jetzt wird erstmal geschrullt. Da, erstmal bronzen gehen. Hier darf er eh nicht rein. So, erstmal aufs Klo.
Ach, ich wusste, dass da was drin ist. Da fällt mir ein, was für ein Foto meinte Moeka. Oh, sie hat es mir geschickt. Was? Was ist das? Der Trainer? Könnte es sein, ich muss Moeka anrufen. Ach, kann es sein, dass sie ihn fotografiert hat? Oh Gott. Während er sich an sie rangemacht hat und deswegen möchte sie... Oh mein Gott, und deswegen möchte er mich jetzt töten, weil er weiß, dass ich's hab. Oh Gott. Oh shit, die geht nicht ran, ne? Moeka! Keine Verbindung! Shit. Wortwörtlich. Shit. Ja, fuck, was machen wir jetzt? Ist er jetzt raus? Sie hat ein bisschen Angst. Was soll ich machen? Ab in dem ist abgeschlossen. Ab in die 12 singen. Der E-Mail schreiben? Die Tür klemmt? Jetzt komme ich hier auch nicht mehr raus und hier ist auch irgendwie keiner mehr. Abgeschlossen. Puh. Dann. Niemand da. Oh. Die Tür ist blockiert. Ist es vielleicht der Trainer? Um Gottes Willen, echt? Oh. Was war das? Ah, das sind die ganzen CDs, ne? So süß. Okay, ich komme nicht raus. Oh, es ist gruselig. Hallo? Ich habe ein bisschen Angst. Ist abgeschlossen. Kann ich nochmal zu dem... Ich muss ja zu den Mitarbeitern. Also ich muss hier an die Tür klopfen. Wo ist denn nochmal die dumme Mitarbeitertür? Hier. Oh, die ist offen. Die war gerade nicht offen. Überwachungskameras anschauen. Nein! Ich wollte doch nur singen. Und groß rauskommen. Der Trainer ist hier... Ich rufe die Polizei. Was? Ich habe doch gar nichts gesehen. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Die Polizei meint, sie brauchen 4 Minuten, bis sie hier sind. So lange muss ich mich verstecken. Um Gottes Willen. C gedrückt. Oh, what the fuck? Wenn du schleichst, bist du weniger für den Gegner sichtbar. Und deine Schritte sind leiser. Willst du mich verarschen? Rudi, der schlägt ja wie eine Frau, der klatscht mich ja richtig weg. Okay, nochmal. Also Samal, der hat mich ja richtig weggeklatscht. Oh mein Gott, wie gruselig. This is my no-no swear. No-no, don't touch me there. No-no, this is my no-no square. Okay, let's... Okay, ich rufe die Polizei. Polizei? Haben Sie schon Messer im Rückgestecke? Nein? Ja, dann können wir nichts machen. Okay, crouch. Okay, kann ich bitte ins Girls Room und so? Oh. Geh mal direkt hier lang. Ich muss aufpassen, auf einmal liegt hier Glas. Auch immer das auf einmal herkommt. Was ist hier passiert? Wir verstecken uns erstmal. Ist das unangenehm? Also wenn er das nicht sieht. Oh, mein Herz, die schlägt schneller. Was ist, wenn ich die Zeit einfach ablaufen lasse? Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, ne? Ich glaube, das Verstecken nicht lang funktioniert. Das wäre sonst zu einfach. Oh Gott, mein Herz. Oh Gott, ich bin so arm. Guck mal, mein kleines Herzchen schlägt ganz schnell. Holy shit, warum schlägt mein Herz so schnell?
Ich glaube, ich drehe durch. Ah, okay, ich verstehe. Ich kann nicht so lange in einem Versteck bleiben, glaube ich. Dann drehe ich durch. Weiß jetzt leider halt auch nicht, wo der ist, ne? Ich glaube, ich muss irgendwie da rein. Oder ist er? Oh. Oh, shit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Na, na. All good. Mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch. Ist das hier alles zu? Um Gottes Willen, da ist er ja, ne? Jetzt hat er mich. Oh Gott. Oh Gott. Ich komme nicht an den Eingang, ne? Oh, ich hasse das Spiel jetzt schon. Kommen wir halt leider auch nicht raus, ne? Oh shit. Also man kommt hier auch nicht. Shit. Hilfe! Polizei! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schneller! Schneller! Ah! Oh, du Penner. Oh. Als die Polizei eintraf, entspannte sich mein Körper und ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, lag ich in einem Krankenhausbett. Die Polizei fand heraus, dass der Trainer mehr als 10 Schülerinnen vergewaltigt hatte, um Gottes Willen, ich dachte es mir schon. Eine Freundin erzählte mir, dass er sofort gefasst wurde. Doch was meine Freundin betrifft, der Vorfall hat sie traumatisiert. Schon an Männern vorbeizugehen, verängstigt sie. Ihr scheint es zwar mit der Zeit immer besser zu gehen, doch eines ist sicher, die Angst bleibt. Ending, 6 von 6. Boah, es gibt 6 Enden. Ich würde gerne noch ein weiteres Ende haben wollen und würde deswegen sagen, wir nehmen das Chapter Pausenraum nochmal. Weil ihr könnt es quasi hier nochmal spielen, die Chapters. So. Weil ich finde, dem würde ich jetzt virtuell mal gern richtig eins geben, dem Sack. Ich will das Messerende. Heißt nicht, dass ich es im echten Leben so machen würde. Es ist ein Spiel, aber let's go. So, mach das Messer. Sporthalle können wir schon gar nichts verhindern. Das ist ja nur der Anfang. Okay, ich brauche keine 4 Minuten. Ich erledige es in einer, du Sack. So, ich brauche nicht schleichen. Jetzt gibt's erstmal richtig auf die Mütze, du Penner. So, komm her, du Sack. Ich weiß nur nicht,
wie ich hier rauskomme, weil das ja alles versperrt ist. Ich muss irgendwie an den Eingang kommen. So, ich muss irgendwie in den Eingang kommen und ich weiß nicht wie. So. Wie komme ich an den Haupteingang? Ah, hier glaube ich, ne? Ah, shit. Okay, ich weiß wie. Aua, ah, 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 ja! Okay. Erneut versuchen. So, yes, I know from everything and I go to the right. Ja, ja. Ich rufe die Polizei! So, ich glaube, hier ist es. Nee, ich komme hier irgendwie nicht lang. I don't know. Keine Ahnung. Ich komme nicht mehr in den Haupteingang. Hätte ich das davor vielleicht machen müssen? Coconut, ja, voll Coconut. Oh shit, der kommt schon wieder, ne? Ich glaube, wir sind am Arsch. Go away! Oh shit, jetzt kommt der die ganze Zeit rein. Der läuft ja nur von hier bis da die ganze Zeit. Heißt es, ich muss vielleicht hier lang und dann jetzt einfach nach links? Oh, da ist er ja, der Eingang. Hm, da liegt doch schon was. Oh shit. Oh shit. Das ist gemein. Jetzt kommt der, ne? Shit, jetzt hat er mich. Ja, nein! Oh, das ist ja mies. Okay, aber ich weiß jetzt wo. Ich weiß jetzt wo. All good, my friends. I know where I have to looky looky. So. Yeah. Und der Sporthalle kann meine Freunde beim Aufräumen helfen. Und dann gehen die zusammen zum Karaoke. Oh. Ich glaube, das kann man nicht, die Süßis. Auch wenn wir es uns alle wünschen würden. So, der Trainer, der kriegt jetzt von mir mal eine ordentliche Schelle. Eigentlich müsste ich ihn mit dem... So, Moment. Lalalala. Lalalala. Blöde ist, hier komme ich ja gar nicht vorbei. Ah, doch, komme ich. Oh, shit. Oh gut, so. So. Also eigentlich hat er mich halt offensichtlich gesehen. Aber gut, dass es ein Spiel ist. Oh Gott. Ich hasse es. Oh Gott. So, wo war jetzt der Hausmeister nochmal?
Wieso kommst du jetzt hier rein auf einmal? Ich weiß gerade nicht mehr genau. Oh nein, es hängt er hier fest oder was? Bra. Oh Gott. Dreh gleich durch, ne? Oh Gott, hier ist er. Mach schnell auf. Ja. Oh nein, scheiße, das gibt's doch nicht. Oh, ein Messer. Oh, hallo. Messer. Wir wissen alle, was ich damit jetzt machen werde, Leute. Ich werde den jetzt kastrieren. Komm her, du Sack. Ja. Komm her. Komm her und dreh dich um. Ich schneide dir damit jetzt was ganz Bestimmtes ab. Damit du niemanden mehr Leid einfügen kannst. Wo ist er? Komm her, bra. It's time. Time to say goodbye to the Schnippel! Ha! Rache! Rache für alle Frauen. So. Ich hätte es woanders angesetzt. Zwar vorne und unten. So. Und jetzt muss ich noch singen, damit er wirklich zugrunde geht. All by myself. Okay, als die Polizei eintraf, brachten sie den Trainer ins Krankenhaus. Jedoch überlebte er nicht. Da ich aus Notwehr handelte, wurde ich nicht angeklagt. Die Schuld, ein Leben genommen zu haben, und die Erleichterung, dass es keine weiteren Opfer mehr geben wird. Das überwältigt mich. Meine Emotionen kochen in mir hoch. Ich hatte damals keine andere Wahl. Dieses Gefühl werde ich nie vergessen. Wie ein schrecklicher Albtraum verfolgt mich diese Erinnerung. Werde ich je frei von der Last sein, die der Trainer mir aufbürdete? Ending 1 von 6. Wunderbar. Mit dem Ende kann ich auf jeden... Oh, es geht weiter. Ah, hä? Fahr ich? Ach, ich fahr. Okay, gut zu wissen. La 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 Karaoke Bar. Na 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 na. Will ich jetzt meine Freundin besuchen? Oh, da steht jemand. Ist es der creepy Typ? Und wer war der creepy Typ, der mich verfolgt hat? Oh, der Trainer. Wie kann denn der noch leben? Okay, irgendwie hat er überlebt. Das sind noch die Enden, also irgendwie kann man hier noch was machen. Okay. Ja, Leute, jedenfalls, das war's mit dem Game. Nochmal ganz wichtig, übelstes Trigger-Thema auch für mich, wie vorhin schon angerissen. Ja, passt auf euch auf. Seid in gewissen Situationen, hört auf euer Bauchgefühl, lasst euch nichts gefallen, traut euch, redet, vertraut euch Menschen an, die euch nahestehen. Und vor allem, wenn ihr irgendwie nachts unterwegs seid, schickt euch die Standorte. Lasst euch nicht abends irgendwo alleine hingehen, geht zusammen hin. Ja? Also meine Güte, dann ist es halt so. Übernachtet beieinander, passt aufeinander auf, lasst euer Getränk nicht in Clubs stehen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich werde euch nochmal unten in die Beschreibung eine Nummer packen, die könnt ihr anrufen, wenn ihr zum Beispiel irgendwie doch alleine unterwegs seid. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet verfolgt, dann wendet euch an Menschen in der Nähe. Also gerade auch zum Beispiel jetzt in Bus und Bahn, was ich ja auch für Erfahrungen gemacht habe. Ich fahre keinen Bus und Bahn mehr. Wehrt euch, passt auf, seid wachsam. Lieber einmal zu paranoid als nicht. Dreht euch lieber einmal zu viel um als nicht. Ich will jetzt nicht, dass ihr Angst bekommt oder so, aber hört auf euer Bauchgefühl, sorgt dafür, dass ihr sicher überall ankommt mit Freunden. Lasst da Freundinnen nicht irgendwo alleine hin, schon gar nicht, wenn Alkohol im Spiel ist, finde ich ganz, ganz wichtig. Hier hinten sieht man übrigens den Typen stehen, so ein Schatten. Ja, das war Chillers Art, ein absolutes Trigger-Thema für mich, muss ich ehrlich sagen. Das triggert mich unfassbar. Ganz viel Liebe an alle
Und auf jeden Fall wünsche ich mir auch künftig mehr Gerechtigkeit für Menschen, die so etwas erleben. Ich finde die Strafen der Täter absolut zu milde. Gerade in meinem persönlichen Umkreis ist das passiert. Und es ist furchtbar, wie das Leben dieser Person dadurch zerstört worden ist und dass der Täter heute wieder auf freien Fuß ist. Ich verstehe es nicht. Ich will es auch gar nicht verstehen. Ich will einfach nur härtere Strafen. Die leidet bis heute darüber. Das geht mir echt auf den Sack. Sie hat ihr ganzes Leben verloren. Ihren Partner kann nicht mehr richtig auf ihr Kind aufpassen, hat Angst. Es kann keiner nachvollziehen, der es nicht selber erlebt hat und die es nicht nachvollziehen können. Wenn sie nichts Gutes zu sagen haben, dann haltet die Schnauze. So. Also, ja, das war's dazu. Tut mir leid, dass ich immer so ein bisschen real talken muss, aber sowas triggert mich unfassbar. Mich ärgert es, dass ich teilweise mich selber auch durch das Erlebnis in Berlin vor einem Jahr so sehr einschränke, weil ich so unfassbare Angst habe, rauszugehen und dass ich auch vielen Menschen, die nichts dafür können, absolut gegenüber misstrauisch bin und Vorurteile habe. Das tut mir sehr leid, aber ja. Naja, über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, über ein Abo auch und ich freue mich auf weitere Chillers Art Games.